Es ist ja heute tatsächlich noch mal ein richtig netter Tag gewesen, sonnenmäßig. Ich meine, jetzt gerade werden die Wolken etwas von der Sonne verdeckt, aber die Sonne hat tatsächlich heute geschienen und tut es vielleicht gleich auch noch. Und deswegen hat man natürlich wieder einen guten Grund, Eis zu essen. Eis kann man natürlich auch im tiefsten Winter essen, so ist es natürlich nicht, denn Eis freut sich wahrscheinlich eher, wenn es kalt draußen ist, als wenn es warm draußen ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich, euch jetzt hier ein weiteres Video zum Protami Premium Protein Eis zu zeigen. In meinem ersten Video habe ich bereits eine kurze Einführung ins Protami Eis gebracht und euch ein bisschen gezeigt, wie es verschickt wird und ein paar allgemeine Worte dazu verloren. Jetzt möchte ich mehr auf zwei weitere Geschmäcker eingehen, und zwar einmal Vanille-Erdbeere und Chocolate Chip. Das Besondere im Eis, ich erwähne es noch mal kurz, kein Zuckerzusatz, ohne Aromen und Farbstoffe, glutenfrei für der es braucht. Und das Wichtigste, reich an Protein, deswegen auch, oh, und übrigens auch made in Germany. Selbst Ben & Jerry wird übrigens nicht in Germany hergestellt, sondern in Holland, soweit ich weiß. Made in Germany ist natürlich Qualität, meistens auch. Das Besondere hieran ist vor allem das Wolkenproteinkonzentrat, sprich Whey, wodurch der Proteingehalt ins Unermessliche steigt, würde ich jetzt mal sagen, was natürlich nicht ganz so ist, aber tatsächlich haben wir pro 100 Gramm, denkt dran, ihr müsst ungefähr, habe ich letztes Mal schon erklärt, ungefähr ein Sechstel abziehen, denn hier sind leider keine 100 Gramm Nährwerte drauf, das sind immer die wichtigen. Milliliter sagt nichts aus, weil da der Luftzuschlag nicht beachtet ist, deswegen muss man immer auf 100 Gramm sehen. Hier haben wir aber nur die 120 Gramm Anzeige, deswegen müssen wir hier ungefähr ein Sechstel abziehen. Wir haben aber pro 100 Gramm also über 15 Gramm Protein, hier etwas weniger in der Sorte Vanille-Erdbeere. Also schon aber gewaltig viel. Der Fettgehalt ist jeweils recht niedrig, wodurch dann auch wirklich niedrige Kalorienwerte kommen. Von hier unter 150 Kalorien und hier knapp ja 160 Kalorien bei der Sorte Chocolate Chip. Die beiden werde ich jetzt ausprobieren, beziehungsweise eine Hälfte und dann die andere Hälfte, sonst ist das eine aufgegessen, das andere weggeschmolzen. Gucken wir uns als erstes mal die Sorte Chocolate Chip an. Ich hatte die Sorte Erdnuss, die hat mir sehr gut geschmeckt. Hier steht übrigens auch drauf, antauen lassen. Ah, das sieht schon gut aus. Das hier kann ich jetzt auch einfach schon mal den Deckel abmachen, dann taut das schon mal ein bisschen weiter an. Hier die Sorte Chocolate Chip, und das ist mir auch bei dem Erdnuss aufgefallen. Das ist jetzt übrigens im Deckel hier auch ein Löffel drin, aber der ist bekanntermaßen eklig, weil er aus Holz ist. Und deswegen nehme ich jetzt hier meinen ultra coolen Plastiklöffel, der nicht so cool ist, aber mein Perlmutt-Löffel ist kaputt gegangen. Ich habe mir noch keinen neuen gekauft. Was mir bei der Sorte Peanut Chocolate Chip auch aufgefallen ist, dass diese Chocolate Chips jetzt weniger so ist, wie man es vielleicht beim Namen erwartet. Also es ist so ein bisschen irreführend, muss ich zugeben, dass man alles voll mit Schokoladenstückchen hat. Das ist hier nicht so, sondern das ist dann eher so ein bisschen Einlage. Und hier ist es jetzt mehr klassisches Schokoeis. Ich schätze mal, dass Kakaopulver drin serviert. Zartbitter Schokoladentropfen haben wir drin, 5%. Das war bei dem anderen auch so. Und vor allem, Xylit ist übrigens der Süßstoff. Wo haben wir hier fettarmes Kakaopulver? Dadurch werden wir hier quasi die schokoladige Farbe bekommen. Ja, man sieht hier am Rand, schmilzt es interessanterweise natürlich mal wieder eher an, weil von außen mehr warme Luft drankommt, dadurch schmilzt es am Rand mehr. So viel zur Physik dahinter. Und innen drin ist es natürlich am festesten. Weiß jeder aus der Praxis, aber die Theorie ist tatsächlich dahinter, dass eben die Atome von außen sich schneller bewegen, weil sie wärmer sind. Sie stoßen an den Becher und geben quasi kinetische Energie ab an den Becher, und der Becher letztlich an das Eis da drin. Und die kinetische Energie, also Bewegungsenergie, das ist die, die dann die Moleküle und alles, was hier drin ist, zur Bewegung anreizt. Und je mehr Bewegung, desto wärmer. Das ist übrigens nichts anderes. Temperatur sagt Bewegung. Mal als kleine Exkursion mal wieder. Könnt euch also merken, dass die Moleküle und Atome, die hier in der Mitte sind, die bewegen sich langsamer als die hier am Rand sind. Deswegen ist es flüssig. Und deswegen ist zum Beispiel ein Eisblock feste und flüssiges Wasser. Also Wasser ist flüssig. Also Wasser bei Raumtemperatur ist flüssig, weil sich die Moleküle schneller bewegen. So viel dazu. So, Chocolate Chip. Oh, da haben wir auch direkt einen. Sieht schon mal nice aus. Ein kleines Fotochen auch dafür, weil Fotos sind immer wichtig. Schokoladig, definitiv. Kaum süß, merke ich jetzt gerade. Finde ich ganz gut.
Kakaonote ist gut. Könnte vielleicht ein bisschen intensiver kakaomäßig sein. Aber, das finde ich bei diesem Eis übrigens auch, kann man auch dezent riechen. Das finde ich bei dem Potami-Eis ganz gut, dass das wirklich, obwohl relativ wenig Sahne ist, doch eine gute Cremigkeit von der Konsistenz hat. Das haben sie also gut hinbekommen. Ist es natürlich nicht so vollmundig, wie wenn man Eis mit voll Sahne hat. Aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ah, guck mal, wie schön das aussieht. Man sieht auch ein bisschen, dass da Luftzuschlag drin ist. Da sieht man eine Struktur. Hier oben haben wir Chocolate Chips drin. Gutes Proteineis. Machen wir hier nochmal sehen. Lecker. Oh ja, ich habe jetzt gerade so ein paar kleine Schokostückchen gehabt. Die geben auch einen guten Knack. Haben so ein bisschen einen knackig im Mund. Das ist also gar nicht so schlecht. Gucken wir mal hier, ob wir da noch was drin. Das Licht ist gerade ein bisschen doof. Man sieht aber gut die Chocolate Chips hier oben drin. Kann man über die Kamera leider nie immer ganz so gut sehen, wie die Wirklichkeit ist. Aber wirklich gut schokoladig. Könnte ein bisschen intensiver schokoladig sein. Und tatsächlich ist mir sogar, finde ich, könnte sogar ein bisschen süßer sein. Aber das ist auch sicherlich Geschmackssache. Aber, und das ist das Wichtigste, man hat doch hier reichhaltig Chocolate Chips drin. Ich weiß nicht, ob es beim Peanut, was da los war, da waren weniger Stücke drin, obwohl es laut Packung auch so viel drin sein sollten, laut Packungsbeschreibung. Da waren es aber nicht ganz so viele. Ich muss mein Video kurz stoppen. Ich habe ja leider immer nur 11 Minuten. Ich bringe das hier kurz ins Eisschrank und probiere gleich die andere Sorte. Ja, Stress, Stress, Stress am Arbeitsplatz. Bis gleich. Ja, man hat es schon schwer, wenn man sich beeilen muss und zwei Eis probieren muss in einem Video. Ich hätte es natürlich auch für jede Sorte nochmal ein kleines Video extra machen können. Aber ich denke, das Wichtigste habe ich halt immer... das sieht aber gut aus. Das Wichtigste habe ich halt immer gesagt, dass... hauptsächlich das Protein, das Besondere an diesem Potami-Eis ist. Und hier geht es jetzt mehr um den Geschmack. Hier oben, das finde ich jetzt ein bisschen, das desorientiert mich ein bisschen. Hier ist ein bisschen Eiskristalle drauf. Ist vielleicht nicht ganz dicht gewesen, der Deckel. Aber wenn wir die so runterkratzen, dann sieht das schon besser aus. Das ist übrigens allgemein, wenn ihr Eis kauft, ein Indikator dafür, dass es falsch gelagert wurde im Geschäft oder nachher, dass ihr es falsch gelagert habt zu Hause, wenn Eiskristalle drauf sind. Die dürfen nicht auf dem Eis eigentlich sein. Aber hier... Oh, das ist interessant. Oh, es ist deutlich von der Konsistenz irgendwie anders. Es kommt mir irgendwie so ein bisschen frischer vor, das Erdbeer. Also die Haupteismasse ist so ein bisschen... Wie soll ich erklären? Man sieht es hier, ist auf jeden Fall ein bisschen wässriger. Das ist jetzt zwar nicht ganz so toll, aber der Geschmack ist erstaunlich gut. Dadurch wird es ein bisschen frischer, sage ich jetzt mal. Man sieht natürlich auch am Fettgehalt, dass er deutlich geringer ist. Die Erdbeere habe jetzt gerade mal... Löffel hier. Auch ein Foto davon noch. Kann man ja mal immer als Thumbnail gebrauchen können für YouTube. Das Eis ist tatsächlich so ein bisschen wässriger. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so ideal. Aber es schmeckt ganz gut. Es ist dadurch so ein bisschen frischer, muss ich sagen. Vanille. Relativ dezent. Aber mit der Erdbeere ist wirklich eine schöne Kombination. Das gefällt mir. Ah, guck mal hier, wenn denn da schön ist. Richtig schön. Bäm. Erdbeer drin. Das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Aber doch, das ist ein bisschen schade, dass es doch relativ... flüssiger, also nicht flüssiger, sondern der Wasseranteil eben höher ist. Das merkt man etwas. Es ist halt dann nicht ganz so cremig wie das andere Eis. Oder die anderen Sorten. Aber
Der Vorteil hierbei ist, dass es wirklich sehr frisch ist. Also deutlich so ein Sommereis fast schon. Es gibt ja noch die Sorte Quark mit Pfirsich. Ich bin gespannt, wie die ist. Diese schmeckt mir wirklich ganz gut. Diese Kombination von Erdbeeren und Vanille gefällt mir. Und ich müsste jetzt wirklich überlegen. Das ist geil. Also wie gesagt, leider wässrig, aber lecker. Doch, ist wirklich lecker. Mild vom Geschmack, auf jeden Fall. Also ist nicht ganz so intensiv wie das Erdnuss zum Beispiel. Aber diese Frische durch die Erdbeere und die Vanille, das passt. Das schmeckt mir ebenfalls ganz gut, würde ich sagen. Von daher, ja, für den Sommer definitiv gut geeignet. Aber vielleicht, wenn mal so eine Überlegung gemacht wird, das Eis zu überarbeiten, ein bisschen mehr Fett reinpacken, dann wird es noch ein bisschen besser vielleicht schmecken. Ah, so viel dazu zum Potami-Eis. Vanille, Erdbeer und Schokolade kann man ausprobieren. Schmeckt und viel Protein. Bis dann und ciao.